Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei RTL Skispringen 2007 und wir wollen weitermachen mit dem nächsten Wettkampf. Ich hoffe mal, dass es diesmal mit dem Ruckeln besser geworden ist. Ich habe nochmal die Kiste hier komplett gereinigt. Manchmal sind die Lüfter dann komplett dicht und jetzt sollte es dann normalerweise wieder ein bisschen besser sein. Und ja, Skifliegen WM Springen 2 steht vor uns und auch beim Weltcup, ja, da haben wir quasi goldene Mitte, Springen 14 von 27. Und ja, es sieht beim Weltcup derzeit richtig gut aus. Die Vierschanzentournee konnten wir auch gewinnen. Und auch bei der Skiflug-WM sind wir ganz knapp vorne. Und so soll es natürlich bleiben. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das so halten können. Und unser erster Sprung hat jetzt allerdings eine ganze Menge Rückenwind, aber ich schau mal, dass wir den hier halbwegs gut runterkriegen. Auf geht's! Ja, wir stehen eigentlich relativ hoch. Ich weiß nicht, wie weit die anderen gekommen sind. Den haben wir auf jeden Fall noch sehr schön ausgereizt, den Sprung. Also mehr war von den Metern nicht mehr viel drin. Das ist vielleicht noch ein halber Meter oder so. 79,7 Punkte. Das ist jetzt mäßig, sage ich mal, aber meistens ist es beim Skifliegen so, dass die Konkurrenz auch ganz oft wenig hat, aber wir sehen 95 Punkte hier der Ljutkov, aber das sind ja alles neue Namen. Der Hinterwald, der ist hier mittlerweile auch mal wieder dran, Ivan Mesia ganz knapp vor uns, also wir haben einen leichten Rückstand. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier im zweiten Durchgang jetzt nochmal Gas geben. Wir haben zwar wieder Rückenwind, aber die anderen hoffentlich dann auch. Und jetzt brauchen wir wirklich einen weiten Satz. So, wir sind schon mal ganz gut reingekommen. Und der wird auch gut weit gehen. Oh ja. Oh ja. Das war ein richtig guter Sprung. 186 Meter und dreimal die 20. Also 121 Punkte. Das hat sich mal gelohnt. Also da werden wir einige Plätze aufholen. Vielleicht werden wir das Ding hier sogar gewinnen. So, schauen wir mal. Noch ist der zweitbeste bei 175, 180, 183 und jetzt kommt nur noch der Ljutkov und auch der schafft es nicht ranzukommen. Also da haben wir hier einen Wahnsinnssprung gezeigt. 30 Meter teils oder 30 Punkte mehr als die anderen. Und damit haben wir sogar noch 17 Punkte Vorsprung hier in diesem Wettkampf. Und damit können wir unsere Führung auch auf über 300 Punkte im Weltcup ausbauen, weil jetzt gerade der Messi und der Jamros, die sind hier derzeit extrem am Schwächeln. Und ja, auch hier beim Skifliegen sind wir jetzt deutlich vorn vor Jens Hinterwald. Und das sieht doch richtig gut aus. Also, ich glaube, wir können unsere Ziele auch alle schon in dieser Saison erreichen jetzt. So, und wir haben auch die Aufgabe erfüllt, fünfmal in Folge Erster. Damit haben wir auch noch unseren Helm freigespielt. Stimmt, das fällt mir gerade so ein, das wollten wir ja. So, dann gucke ich gerade nochmal. Also, Anzug ist der beste. Skier, ja, da müssen wir alle springen, erster Platz. Gut, der geht noch, da geht es noch ein bisschen besser, aber vielleicht ist es gar nicht so so schlecht, wenn wir hier den behalten. Da haben wir 30 Ballons mehr, dafür 10 Aerodynamik weniger, kann auch nicht schaden. So, bei den Helmen wollen wir jetzt mal gucken, 95-20 haben wir, 105, vielleicht kriegen wir da irgendwas so ein bisschen blau hin, die sind alle sonst gleich, ja, so können wir es glaube ich machen, ne? Wobei mittlerweile haben wir nicht mehr so viel blau, aber ist ja auch egal. Wir können auch mal gucken, vielleicht so einen schwarzen oder so grau. Aber das wird wohl nix. So ist, glaube ich, ganz cool. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen was für den Helm ausgeben. So, bei den Brillen haben wir die beste. Bei den Handschuhen, Schuhen, Bindung und Masken. Ich glaube, hier ist den komplett ohne. Aber das hat halt schlechte Aerodynamikwerte. Auf jeden Fall sieht es richtig gut aus. Dann können wir auch gleich weitermachen mit dem nächsten Wettkampf in Zakopane.
So, die Wetten, die können wir gerne mitmachen. Wenn wir verlieren, ist es nicht ganz so schlimm, denn wir haben jetzt eigentlich keine großartigen Ausgaben mehr. Das heißt, unsere Einnahmen, die wir hier auch durch die Preisgelder erzielen, sind schon deutlich höher als das, was unser Trainer und unser Wachsmeister kostet. Das sind zwar die besten, die wir hier haben, aber die Einnahmen sind trotzdem noch besser und wir haben ja auch noch ein gutes Polster. Das heißt, ja, Geld spielt jetzt keine Rolle mehr. Das ist schon mal schön. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir hier Erfolge feiern. Und hier haben wir schon mal einen massiven Aufwind. So, da wollen wir mal zusehen, dass wir den nutzen können. Oh, und sehr hoch in der Luft. Und der ging weit runter. Das war schon mal sehr, sehr gut. Das sollte normalerweise auch die Führung sein. 120 Meter. Und die Noten sind auch nicht so schlecht. Punkte, ja, das sieht gut aus. 8 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. So darf es gerne weitergehen. Also ich denke mal, dass wir wirklich in dieser Folge, also in diesem Durchlauf, dann auch das Spiel dann abschließen, weil wir quasi alles geschafft haben. Und das nächste Spiel ist dann Biathlon. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir uns da schlagen werden. So, jetzt der zweite Sprung. Und, oh, da wollte ich noch die blaue Linie schaffen, die quasi für die Bestweite eigentlich im Gesamten, aber hier in dem Spiel ist es, glaube ich, für die Bestweite in dem jeweiligen Durchgang ist. Haben wir nicht ganz geschafft, da haben wir jetzt in den Schnee gegriffen. Wir haben zwar viele Weitenpunkte, aber, ja, die Noten haben uns jetzt hier rausgebracht. Nur der dritte Platz, schade. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Wir haben trotzdem die Führung weiter ausgebaut um 15 Punkte. Auch wenn der Kinonen hier jetzt 100 Punkte geholt hat. So schlimm ist es nicht. 80 Punkte gehen an den Sören Balthasar. Der hat damit auch seine Wette gewonnen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich egal. Ach so, sind gestürzt und haben verloren. Na gut. So, dann haben wir direkt das nächste Springen in Zakopane auch noch jetzt direkt im Anschluss. Da wollen wir, wenn möglich, dann auch ohne Sturz durchkommen und dann sollten wir es normalerweise dann auch gewinnen können. Und da bin ich eigentlich guter Dinge. Springen 16 von 27 ist das bereits. Also, ja, bei dem Riesenvorsprung kann da eigentlich nichts mehr passieren. So, auf geht's. Hauptaugenmerk daher auch auf diese anderen Wettkämpfe, die noch kommen. Nordische Ski-WM und so weiter und so fort. Der Team-Cup natürlich auch. Wenn, dann wollen wir vielleicht auch alles gewinnen. So, der Sprung war jetzt so lala. Also da ging mit Sicherheit noch ein bisschen mehr. Unser Springer ist auch nicht wirklich amused. So, gucken wir mal. Was sagt denn die Konkurrenz? Ja, nicht besser. 10 Punkte haben wir sogar noch mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte jetzt gedacht, dass da wirklich noch ein bisschen Luft wäre. Und so haben wir jetzt eine sehr gute Position, um dieses Springen jetzt erfolgreich auf Platz 1 zu gewinnen. Jo, das war perfekt, der Absprung. Und jetzt müssen wir ihn runterbringen. Und der war weit hinter die Hillsize. 122 Punkte. Neuer Weitenrekord. Also jetzt holen wir uns hier auch die Rekorde. Und das sieht richtig gut aus. Oh. Moment, was ist das jetzt? Ah, jetzt muss ich... So, ja, Entschuldigung, da ist mir gerade... Irgendwie bin ich auf dem Desktop gelandet, keine Ahnung. Aufnahme hat kurz unterbrochen, aber jetzt sind wir ja wieder hier im Springen dabei. Ich weiß jetzt nur nicht, wie synchron es ist, deswegen muss ich hier die Folge ein bisschen kürzer halten, sonst wird es einfach zu kompliziert. Denn ich muss das jetzt gleich erstmal dann wieder synchronisieren und sowas. Deswegen machen wir den nächsten Wettkampf, die Skifliegen-WM, also der dritte
Spring 3 von 6 machen wir dann in der nächsten Folge und die mache ich dann extra auch ein paar Minuten länger, um diese wieder auszugleichen. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein. Wir sprechen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann.